Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sims 4 zusammen mit German Let's Play. Abonniert auf jeden Fall beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen von Sims mehr zu verpassen. Und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß. Meniel? Ja? Ich werd Papa. Nee, sie ist einfach nur fett. Nein, sie ist nicht so wie Tim Hindenburg oder war wie der Tim hieß. War Tim etwa schwanger? Ey, das ist die einzige Erklärung. Das würde auf jeden Fall einiges erklären. Meniel, ich werde heute Papa. Wenn du meinst. Wieso? Sie ist schon super schwanger. Irgendwas ist mit ihr los. Ach so. Was macht denn deine Frau hier? Das ist nicht meine Frau, ist eine Freundin. Wieso ist das nur eine Freundin? Ja, geh doch mal mit der Maus über mich. Da ist keine Romantik. Das lässt sich ändern. Nein, du sollst deine eigenen Entscheidungen treffen. Ja, will ich doch. Ach, du willst sie wirklich? Ja. Dann, dann kündigt sie erstmal ihren Job. Warte, was ist sie denn? Die hat doch ultra viel Geld gehabt, die verdient bestimmt... Nein, die ist Partylöwe. Ah, nee, Alter, das ist ihr Bestreben. Oh, Repräsentantin. Oh, sie wäre Präsidentin geworden. Ja, Feuer, die Könige. Okay. Oh, kein Job. Hab genug Geld. Mir hat gerade jemand geschrieben. Oh, Kollegen aus meiner Hometown haben geschrieben. Wegen den Weihnachtstagen. Kommen die vorbei? Verprügeln die dich? Nein, ich fahr ja nach Hamburg. Liegt da Geld auf dem Boden? Nee. Meinst du? Dann mach mal ein bisschen was. Nee, warte, du machst ein bisschen was mit ihr. So, Muskeln zeigen. Dann wird's jetzt ein bisschen romantisch. Ein romantisches Geschenk geben. Love Promi Serum. Nee, die Rose, die du mal geschenkt bekommen hast. Tag verschönern. Oh, kann ich machen. Natürlich kann ich das machen, siehst du doch. Knuddel. Oh. Na, ob ich da einen romantischen Balken bekomme? Da ist ja, er doch schon. Und da hinten der Aslak, oh, wie er boxt. Oh, der ist echt stark. Dann ein bisschen flirten. Oh, guck mal, da geht... Oh. Vielleicht kann ich sie küssen und deine Mütze zeigen. Nein, du küsst... Oh, warum ist sie... Ach, sie ist immer noch Fan. Ersten Kuss erleben. Ersten Kuss, bitte 10-mal. Okay. Aufreizen, posieren. Oh, Meniel, du bist schon ein kleiner Geiler. Schlimmer. Ja, ja, manchmal. Ja, ja, so mach das 20.000 Mal. Mach einfach bitte Freundin zu sein. Dann direkt Techtelmechtel. Dann Baby machen. Hallo? Nein. Was denn? Na ich klar. Ich will kein Baby machen. Wieso? Ja, weil wir schon eins haben. Ich will kein... Was macht ihr denn da? Ach so, ja, wir machen das, was ich vorgesehen hatte. Oi! Brich das jetzt an mit dem Kind. Ich will kein Kind. Wieso denn abbrechen? Ich will einfach kein Kind. Tu's nicht. Wieso willst du denn kein Kind? Ich will keins. Ich werd's abgeben. Ich geb das Kind ab. Das ist deins. Das ist deins. Das ist nicht meins. Doch, ich werd die umziehen lassen, die Frau. Die wird... Nee. Tim ist am PC. Tim! Ich dachte, ihr habt euch getrennt. Warte, habe ich noch Romantik zu ihm? Kann ich mal kurz einen Kuss geben? Oh. Warte, ich kann ja mal... Robana schwärmen. Ah, da. Oh hallo? Gott! Warum macht er das? Was ist denn da los? Ey, gut, dass sie das nicht gesehen hat. Hä, die Warteschlange ist auch voll. Hä? Führen? Ich will das nicht. Hallo, was soll das? Wer weint denn? Ey, wenn das morgen sieht, ne? Oh Gott! Sie ist so traurig. Ja, aber morgen wird davon niemals... Nee, das ist deine Frau, die da heult. Ja, ja. Oh, sie kommt! Sie kommt! Hör auf. Nee, ihr plaudert nur. Drittes Trimester, bedeutet das, in 11 Stunden flutscht er raus? Da flutscht. Okay, geil. Hallo, morgen. Bist du auch schwanger? Oh, bitte nicht. Morgen. Aber ich bin halt super fruchtbar, ne? Ich bin einfach so krass. Warum lachst du? Nee, du bist nicht fruchtbarer als der Aslak. Doch, erwiesen. Nee. Nein. Klick mich mal an, bitte. Geh mal auf mein Bestreben. Ist sie älter geworden? Nee. Nee. Ist einfach nur cool. Dein Bestreben, ja? Ja. Ah, lass mich pumpen. Das wollte ich doch machen. Ah, okay. Ganz cool. Wann wird die eigentlich älter? Yuki. Oh. Ach so, noch wow. Alles gut. Morgen? Morgen auch. Ah, ja. Ah, wir sind noch echt junge Hüpfer. Oh, beide sehr unbekannt. Obwohl die Hälfte ist schon wieder um bei uns, oder? Wir sind aber auch ein gutes Paar. Meinst du jetzt uns beide? Ja, ne? Ja, klar. Oh, oh nein. Hat die das Zeit für Aslak. Endlich wieder was zu tun. Captain Aslak mit dem Sixpack. Immer noch traurig. Ja, klar. Wie lange dauert das noch bei ihr? 17 Stunden, aber ich kann sie doch aufmuntern. Nee, ich meine gerade... Ach so, mit dem Kind. Ja.
Entbindung. Oh, jederzeit. Nee, du kannst mit ihr gehen. Du kannst sie anklicken, oder? Entbindung. Ja, genau. Erstmal ein bisschen protzen. Erstmal regnen lassen. Erstmal Geld regnen, ja. Geht noch nicht. Ach, oder musst du als Aslak yeah, let it oder rain. Das Krankenhaus anrufen. Let it rain. Let it rain. Ein Baby fühlen zu dürfen. Entbindungstermin stand da. Oh. Ach da, nach Entbindungstermin fragen. Hey, wie sieht's aus mit Entbindung? Ja, Kalienke. Ja, am Morgen hinten. Vor allen Dingen wegen Versuch, Baby zu machen. So, Manuel, da ist er am Pumpen. Und sie guckt zu, weil ich krass bin. Ja, sie applaudierte. Ey, Manuel, ey, du bist so ein Playboy. Oi, 24 Follower. Das hat sich ja gelohnt. Aber munter deine Frau doch mal auf. Wieso denn? Die heult. Du musst mit ihr reden. Okay. Der Aslak regelt. Oh, oh Gott. Ah, ich glaube, sie muss das auswählen, damit sie dich um Rat bittet und so. Aber wo bist du? Tanzen. Du musst bei mir tanzen. Tiefgründige Unterhaltung? Irgendwas mit Probleme oder so belabern. Um Rat bitten. Um Rat bitten, okay. Ja. Geht's dir wieder besser? Schatzi Hasi Pups. Warum ist morgen die ganze Zeit halbnackt vor euch? Ich hab da auch nichts an. Oh, ich pump so krass. Mein Bizeps. Kollege kann sich bei dir noch ein paar Tipps abgucken. Also du hast echt, also Manuel, in puncto Fruchtbarkeit ist bei dir. Ja, ich hatte Operationen in meiner Jugend. Ich geb's zu. Levelaufstieg! Und sie zockt. Und Manuel wird angerufen. Ich hab gehört, dass. Arun? Arun Beda? Alter, Arun! Wasch mich bitte. Wasch mich, stinkt so. Wasch mich bitte. Für zwei Essen! Ja! Ach, morgen! Hey! Hey, was? Hey! Herzlichen Glückwunsch, Manuel! Nein! Die Operation damals war wohl doch nicht so erfolgversprechend. Ach, Mann. Ich nehme ein schönes Schaumbad. Toll, aber vom Timing muss man sagen, es ist eigentlich schon interessant, weil unsere Kinder dann fast gleich alt sind. Stimmt. Meins könnte jetzt einmal mal kommen. Warte, ich hab das Gefühl, dass wenn du mich einmal auf Toilette schickst und dann pumpen, dass es dann flutscht. Na, erstmal machst du sauber. Ja, vor allem ist es auch kaputt. Sind beide kaputt? Also hat nichts mehr repariert. Also er nimmt seinen Job einfach nicht mehr ernst. Wieso? Das stimmt nicht. Vor allen Dingen, das würde 2500 kosten, ja, wenn man das und das ersetzt. Sparen wir. Weil ich einfach so krass bin. Oh, morgen wird angerufen. Oh, von ihrer toten Mutter oder was? Alter, Moira. Bisschen creepy. Wäschst du mich jetzt? Ich versuche noch mal ein bisschen... Gelübde! Mit Yuki erneuern. Ah! Ja, noch, ich mach noch mal neues Gelübde. Komm mit, ich will dich noch mal heiraten. Jetzt, wo sie schwanger ist. Ja. Was hab ich eigentlich für einen komischen Ring an der Hand? Keine Ahnung. Sie sind reich. Junge, sie küsst meine Augen. Du küsst ihre Backe. Oh. Eine wunderschöne Zeremonie, ganz alleine. Oh, und da kommt der. Boah, das ist aber ein geiler Ring. Was hab ich denn da für einen komischen Ring an? Keine Ahnung. Ui. Kann ich sie muss auf Toilette. Lass sie doch mal in Ruhe. Du hast doch schon Bart, ja. Ja, aber ich will pumpen. Achso. Alter, mir geht's richtig gut. Ja, klar. Der Aslak passt immer gut auf dich auf. Ja. Ich möchte jetzt endlich mein blödes Kind. Ja, pass auf. Geh mal mit ihr zum... Bungee springen. Zum PC. Ich glaube, du kannst da selber... Ja, du hast es geschafft. Neues Bestreben wählen. Ja, bitte. Welches willst du denn? Ich will Geld bestreben, bitte. Ja, und da... Nein, nicht da. Das andere unten da drunter und dann einmal Geld. Vermögen. Und dann herrlich reich. Ja. Okay. Du hast 90 und der Aslak? Ach, das habe ich schon mal gemacht. Oh, dann nimm das andere bitte. Nimm Familie oder Herrenbaron. Nee, du kriegst jetzt das. Aber ich kann's nicht. Was hab ich denn hier? Hab ich? Das schaffen wir nicht. Ach, stimmt. Ja, Familie. Oh, da hätten wir voll gut Punkte getten können. Ja, können wir immer noch. Wir haben noch keine Kinder. Lass mal machen. Beide. Supervater. Supervater. Genau das. Ja, wir werden jetzt beide Superväter. Ja, wir werden die Warum habe ich nur noch 1000 Punkte? Hast du naja, doch du mit mir 10.000. Die Sachen gekauft? Nein, habe ich nicht. 10.000 hast du ausgegeben und dann nochmal 1.500 für deine Jugend. Genau, und ich habe ja jetzt schon zwei Bestreben fertig. Training und Promi-Dings. Oh Gott, die Wehen haben eingesetzt, Manuel. Oh Gott. Toilette. Baby im Krankenhaus bekommen. Ja, da ist es. Mitmachen. Aslak. Warum weine ich? Wieso kann ich dich nicht im Anklicken? Krass. Ich weiß weine. Nicht, warum du weinst. Was hast du getan? Ich habe gar nichts gemacht.
Vielleicht, weil du so glücklich bist für mich. Ja, weil da war ein gebrochenes Herz. Ja, weil du liebst mich immer noch. Jetzt warten wir mal ab, dass... Ach nee, da vorne ist schon jemand. Yuki. Wie willst du das denn? Am Empfang anmelden. Aslak kommt natürlich mit. Hallo, meine Frau kriegt ein Kind. Helfen Sie mir. Was mache ich jetzt? Ja, er guckt nach. Oh ja. Ah, okay. Oh Gott, sie geht bestimmt hier rein. Hierhin gehen, Aslak, schnell. Meinst du, das Kind hat türkise Haare? Oh, das ist eine gute Frage. Oh nein, sie ist schon da. Aslak, du musst die. Aslak. Du chillst doch mit ihm. Du bist so ein Unmensch. Aslak, bitte. Von wegen Supervater. Aslak, was machst du denn da? Ich darf nicht mitkommen. Oh, Yuki hat erfahren, dass Kabir. Dass er da arbeitet. Gott. Wow, danke. Gute Info. Aslak, komm, Alter. Das ist doch ein Scherz, Junge. Er ist einfach. Er chillt da hinten. Er will mich doch verkackeiern. Oh Gott. Krieg halt die Maschine durch, an, Yuki. Stopp sie. Stimmt. Ah, oh. Geht nicht. Oh, es ist ein Mädchen. Oh, wie soll ich sie nennen? Harald? Nein, ich nenne sie Emmy. Ich dachte schon Edgar. Nein, Emmy. Warte, genau, dein Name. Emmy Palette. Was? Emmy... Du bist doch Pidizel. Ach ja, Emmy Pidizel. Zack. Da ist es, dein Kind. Da ist sie. Oh. Hä? Da einfach drüber gestülpt. Oh, guck mal. Oh. Da ist es. Und der Aslak war keine Sekunde. Mann, eigentlich. Dünn. Sie braucht echt mal ein anderes Outfit. Ja, ich fände halt so einen Schmahamas-Hoodie gut. Hä? Wo ist das Kind? Nein! Nein! Was ist eigentlich mit dem Kerl los? Also, was ist das mit dem Zeit? Ab nach Hause. Tür abschließen. Abschließen für alle. Yay, da sind wir wieder. Ist das Kind? Ist es im Keller? Ja, ist im Keller. Baby. Ne, Baby ist richtig. Und dann... Mülltonnen, Kindermöbel. Ne, Mülltonnen war schon richtig. Nein, mein Kind kommt nicht in da, die Mülltonnen. Da, klick an. Kinder, da das Bett anklicken. Genau. Ja. Müsste es nicht eigentlich schon irgendwo hier stehen? Ja, aber vielleicht im Keller. Kauf erst mal ein bisschen Hamster? Was. Ey, das wäre so lustig, ey. Mein Kind ist nicht da. Ja, kommt noch. Bau erst mal. Mann, verkauf mal das Bett, Alter. Nee, warte, ich nehm das. Ich nehm das mit. Das hat doch direkt schon ein Bett. Ja, aber du brauchst doch so ein Futterding. Oh Gott, schmutzige Windelnwechsel. Och nein. Ich krieg noch Scheiße. Älter werden. Was? Ja, es kann doch direkt älter. Ja! Emmy ist älter geworden. Emmy ist... Neugierig? Engelsgleich. Weiflich. Ja. Oh, wo ist mein Kind? Es hat rote Haare? Willst du mir irgendwas sagen? Morgen? Guck mal, keiner von euch hat rote Haare. Morgen, was hast du getan? Upsi. So Leute, das war's mit der heutigen Folge von Sims 4. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um zukünftig keine neuen Folgen von Sims mehr zu verpassen. Schaut doch unbedingt unten in die Videobeschreibung, denn dort ist German Let's Play verlinkt. Bei dem gibt es dann die nächste Folge. Leute, habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag? Hier ist jetzt noch ein Video verlinkt. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne angucken. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.